Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Also heute, ja, was haben wir heute? Samstag. Und ich hatte ja versprochen, dass wir einiges machen werden. Und ich hatte ja auch gesagt, angekündigt im letzten Video, dass Markus und Thorsten, die ja heute mich besuchen, beziehungsweise auch schon da sind, zwei Dinge heute auf dem Zettel haben, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ich war natürlich trotzdem so freundlich und habe sie gefragt, ob wir das dann zusammen machen können, weil wir hinterherhinken. Und was ist es? Wir haben Asphaltpaste und Schotterkleberoxid abgefüllt. Wobei die letzte Aussage nicht ganz korrekt ist, weil bei Schotterkleberoxid sind wir gerade noch dabei. Und ja, der Markus hat jetzt freundlicherweise aufgehört zu rühren, jetzt doch nicht. Und jetzt will ich euch mal die beiden Pappnasen natürlich auch zeigen, weil die echt fleißig sind heute. So, da haben wir sie. Moin. Ja, moin. Moin. So, was machen wir hier? Wir machen jetzt gerade Oxidkleber. Schotterkleberoxid, okay. Und ihr seht also, was da genau alles drin ist, das habe ich natürlich jetzt, das haben wir vorher reingemacht. Die beiden wissen natürlich jetzt das Geheimnis, aber ja, sonst brauchen wir es ja nicht machen. Und jetzt heißt es kräftig rühren, weil es sind verschiedene Materialien da drin. So viel kann ich sagen, insgesamt 4 Materialien, aber ja, der Rest ist dann Betriebsgeheimnis. So, jetzt muss noch kräftig gerührt werden. Dann wird umgefüllt hier in diese Flasche, beziehungsweise in diese IKEA, das sind aber 5 Liter, hier haben wir 10 Liter. So, und dann, der Thorsten war schon richtig fleißig, alles im Voraus schon schön, die Deckel alle schön beklebt und beschriftet. Und hier ist jetzt das Ergebnis. Und dann hoffen wir mal, dass wir aus diesem 10-Liter-Eimer auch tatsächlich 40 Flaschen rauskriegen. Denn wenn wir 10 Liter durch 250 Milliliter teilen, ich habe zwar ein bisschen länger dafür gebraucht, als es jetzt klingt, aber dann bin ich darauf gekommen, 40. Ist das richtig, Thorsten? Ja, einfach 10 durch 4. Ja, das würde hinhauen. Der Banker lacht auch. 10 ja, ganz mal 4. Ne? Oder 10 mal 4, ja, ja, ja. Also gut. Das wollte ich euch zumindest zeigen und ich mache nachher noch ein paar Aufnahmen nebenbei, wenn die denn nicht so in die Kamera smilen müssen, weil gleich müssen wir das Ganze ja noch abfüllen. Aber ich wollte euch das zumindest mal kurz gezeigt haben, weil bei der Asphaltpaste haben wir nur so kleine Sequenzen, habt ihr das beim Anrühren ja gesehen. So, das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. So, nach diesem Malheur eben gerade, Thorsten, frage ich dich mal lieber, weil der Rexig, der würde mich sowieso anlügen. Klappt das jetzt besser? Ja, wunderbar. Als ob er noch nie was anderes gemacht hätte. Tatsächlich? Ja. Okay, also ich bin begeistert. Lernfähig. Und wer hat das vorhin von euch gesagt? Das ist ja noch warm. Das war ich. Okay. Ja, ganz frisch. Also ja, ihr seht... Hier böse zusammenreißen, dass ich hier nicht nur einen Schluck Kaffee nehme. Also. Ihr seht, also wir sind fleißig dabei. Schotterkleberoxid. Heute haben wir Samstag. Veröffentlichen werde ich das ja sowieso erst nächste Woche. Also von daher, dann ist schon wieder da oder bereits schon wieder weg. Aber 40 Flaschen füllen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ab. Und ach so, ja, das ist übrigens auch unsere neue Flaschenform. Die ist ein bisschen angenehmer, quadratischer, aber immer natürlich noch 250 Milliliter Inhalt. Und jetzt gucken wir mal. Ja, mit Gefühl macht er das. Ja, wir können auch schon wieder umfüllen, ne? Das Ding aufmachen. So, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Damit nicht das nächste Mal noch passiert. Gut, ich sage tschüss, Leute. Bis dann. Ja, ihr seht, wir sind arbeitsbereit. Die beiden haben ihre Handschuhe noch nicht an. Aber worum soll es heute gehen? Ich hatte euch angekündigt, wir zeigen euch Do-It-Yourself, unser neues Set, was wir für euch zusammengestellt haben, wie ihr ganz schnell, wirklich flott und sehr individuell und traumhaft schön Büsche, Bäume selber herstellen könnt, Spaß auch noch daran habt, ihr dürft kreativ sein. Und ich wollte euch nicht nur einfach zeigen, wie wir die Büsche und die Bäume machen. Deswegen haben wir hier eine kleine Platte vorbereitet. Die habe ich jetzt eben auf die Schnelle mit aus Styrodur geschnitten, hinten mit dem Dings. Dann bin ich hierher gekommen. Markus hat braune Farbe und Leim aufgetragen. Und dann, was haben wir dann gemacht? Dann ging es schon los mit bisschen Sand, ein bisschen Gras, ein bisschen Schotter. Hast du sie schon an? Nein, noch nicht. Ja, dann also an habe ich sie schon, aber noch nicht. Dann schmeiß mal an, dann kannst du ja ein paar Aufnahmen, dann blende ich das parallel dazu euch ein, damit ihr zumindest die Basis seht, die wir jetzt gemacht haben. Ja, geh schön dicht dran, sodass ihr nachher auch schöne Aufnahmen habt. Ich frage parallel dazu den Thorsten, wie lange haben wir dafür gebraucht? Oh, ich schätze mal maximal 10 Minuten. Ne? Ja, ging flott. Und was glaubst du, weil du ja vorher auch gesagt hast, oder was macht der Meise da, hast du dir gedacht,
Was ist das Geheimnis, wie man sowas eigentlich schnell und locker hinkriegt? Ich glaube, einfach aus der Hüfte schießen. Genau. Und einfach Gas geben. Einfach mal machen. Genau so ist es. Einfach tun, machen. Manchmal überlegt man einfach viel zu viel. Genau. Macht sich zu viele Gedanken. Also bloß da keine Systematik reinbringen und gucken, ja, 40 Zentimeter mache ich davon das oder so. Einfach wild drauf loslegen. Verschiedene, ich habe einfach den noch Grasmaster genommen. Ihr habt gesehen, ich habe einfach verschiedene, alles, was ich noch hatte. Ich hatte hier noch ein paar Reste. Ich habe ein bisschen braun, ein bisschen grün. Kurz und lang habe ich reingemacht. Habe das einfach erstmal aufgetragen, um eine Grundierung hinzukriegen. Dann bin ich mit ein bisschen Sand beigegangen, mit ein bisschen Waldboden und habe das drauf gemacht. Was ich euch jetzt noch zeigen will, weil wir heute ja sowieso in diesem Set gehört ja auch der Sprühkleber. Und wir bieten dazu dann praktischerweise auch noch unseren Haftflex, unseren günstigen an. Möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie man, ich habe das zwar schon vor 2-3 Jahren, du sagtest das schon mal auf X-Rayen gemacht, aber deswegen brauchen wir den Markus gleich. Ich zeige euch nochmal, wie wir hier auf die Schnelle aus so einer Begrünung, die ihr jetzt gesehen habt, und deswegen musst du gleich schöne Detailaufnahmen machen, sonst benutzt auch sonst gerne den Zoom, weil du filmst dann von hier und ich trage von hier auf, sodass wir sehen, wie schnell wir hier unterschiedliche Höhlen und Büsche und sonstiges hinkriegen können. Und zwar, normalerweise kennt ihr das, viele andere Landschaftsbauer, die würden jetzt warten, bis das trocken ist. Dann würden sie mit dem Graskleber Tupfen setzen, um wieder weitere Akzente zu setzen. Dann musst du aber beim Graskleber, wenn du den nimmst, musst du natürlich 6 bis 8 Stunden mindestens warten, bis du die nächste Schicht auftragen kannst. Ich, jetzt kommt wieder unser berühmtes MNC Minimax-Prinzip. Ich will euch heute zeigen und euch natürlich auch vor dem Bildschirm, wie schnell wir das Ganze hier lösen können, um hier wirklich jetzt noch mehr Akzente zu setzen. Dann würde ich sagen, top die Wand gequillt. Du startest mal die Pocket und ich starte mal hier schnell. Du hältst einfach hier schön drauf. Da nehmen wir ja sowieso auf. Dann, ja, ihr könnt mich immer noch sehen, ne? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Aber du machst dann die Detailaufnahmen. Was brauchen wir? Wir brauchen also Haftfix, wir brauchen Sprühkleber, wir brauchen noch eine kleine Streudose, wir brauchen einen Grasmaster und natürlich ein paar Halme noch. Aber eben kein Graskleber. So, und jetzt fülle ich mir mal meinen Grasmaster ein bisschen auf und packe da noch ein bisschen was rein. So, wo waren meine Heki-Fasern? Du müsstest bitte von der anderen Seite aufnehmen, damit du nicht vor der anderen Hauptkamera bist. Also du filmst von da bitte. Ach so, das willst du auch noch. Ja, oh, der Marcus ist ja wieder, ne? Also ich habe jetzt hier einfach mal eine Farbe. So, jetzt kannst du da hingehen. Ich gebe dir das mal. Du hältst das mal bitte kurz für mich. Noch ist nicht an. So, jetzt nehme ich unser Fix aktiv, also nicht den Sprühkleber, sondern Fix aktiv. Und jetzt will ich Akzente setzen. So, und jetzt sehen wir, ich will hier was rauftragen, da was auftragen und da was auftragen. So, jetzt klebe ich hier ein bisschen rauf, ein bisschen mehr ruhig, dass es glänzt. So, und da trage ich jetzt auf. So, den schmeißen wir an. Ich halt. Du hältst. So, das war Punkt Nummer 1. Das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt machen wir das Ganze. Jetzt nehme ich längere Fasern. Und ich brauche einen kurzen Behälter, damit ich die anderen mal loswerden kann. Was ich hier noch an Rest habe. So. Du hältst? Jawohl. So. Jetzt nehme ich lange beige Fasern. Halt mal noch bitte. Und wieder eine Lage drauf. Jetzt nur von oben so ein bisschen ein, nur benetzen, damit das hält. Na, ist schon ordentlich was dazugekommen. Und jetzt zeige ich euch auch noch, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir ja hier was Helles und jetzt setzen wir noch Akzente. Ich gehe also nochmal mit dem Haftfix rüber und jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Streudose und habe mir da so ein bisschen grüne Blüten reingemacht. Und schon habe ich wieder eine ganz andere Wirkung, ne?
Ja, und gleich wieder ein Geländeaufbau, ne? Gleich wieder ein Geländeaufbau. Wenn ich das jetzt nochmal vorsichtig ein bisschen fixieren. Und jetzt nehmen wir mal von dem Laubset, was ihr jetzt in der, was wir in dem Set, das stelle ich euch aber nachher noch ganz konkret einmal vor. Jetzt nehme ich, gucke ich mal hier, was ich hier habe. Hier habe ich zum Beispiel Oliv. So, und jetzt nehme ich hier von dem Laub. Und guck mal, was da jetzt entstanden ist. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Busch. Ist da noch die beige Faser drin? Ja. Sehr gut. Also, und nochmal. Oh, jetzt habe ich Markus ein bisschen eingesprüht. Das macht nichts. Jetzt gehen wir hier oben, machen wir nochmal eine kleine Lage drauf. Fix aktiv. Wo ist meine Düse? Da. Von der Seite sieht das ja, in der Kamera sieht das ja wahrscheinlich noch besser aus, ne? Hast du schön drauf? Ich hoffe schon. Okay. Gut. Ganz zum Schluss, letzter Schritt, wenn wir sagen, wir sind fertig, einmal noch fixieren. So. Und was haben wir jetzt dazu gekriegt? Gut 2 Zentimeter, ne? Jetzt können wir ja auch noch rote oder gelbe Blüten oder irgendeinen Krempel da auch noch aufmachen. Ja, ich habe schon geguckt, wo ich die wieder gelassen habe. Das wäre natürlich jetzt noch ein Highlight gewesen, wenn ich jetzt auch noch die Blüten gehabt hätte. Aber schlechte Vorbereitung. Habe ich natürlich wieder hier nicht dabei. Das wäre jetzt natürlich, könnte man noch ein Highlight setzen mit Blüten. So, und hellgrün, das wirkt vielleicht auch noch ein bisschen. Muss ich mal gucken. Jetzt sind wir hier ein bisschen am Experimentieren. Und weil ich ja vorhin so ketzerisch gesagt habe, macht euch kein System, einfach nur ein bisschen Gefühl für Farben. Dann wollen wir das natürlich auch machen. So, ich mache mir so ein bisschen was auf die Hand. Und einmal fixieren und schon war es das. Boah, ich bin ja begeistert. Und jetzt mal so von der Seite guckst, auch mit den dunklen Blüten, ne? Die sind jetzt auch schön da. Tippitoppi. So, das ist das eine. Oh, und simpel. Und wirklich schnell gemacht, ne? Und genauso schnell können wir jetzt auch die Bäume machen. Und das zeigen wir euch aber in Teil 2. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Thorsten steht schon rechts an meiner Seite. Hier unten, da bin ich eben gerade gegengestoßen. Da haben wir schon den Karton stehen. Das heißt, ach, ich kann den schon mal hier hinstellen. Kommen wir also zu unserem neuen Do-It-Yourself Busch- und Bäume-Set. Da wird es jetzt also richtig lustig. Und der Markus nimmt parallel dazu euch auch auf, was ist in dem Set enthalten. Wir haben einmal hier die Naturbäume von noch 23.100. Je nachdem, wie groß wir die Bäume machen, reicht das ungefähr für 25 bis 30 Bäume. Dann haben wir das Laubset, wo schon 4 verschiedene Grüntöne drin sind. Dann bekommt ihr automatisch dazu, den brauchen wir natürlich unbedingt, den Sprühkleber Haffix von noch. Aber ihr seht das nachher auch alles natürlich in der Videobeschreibung unten. Ich packe euch das Set rein. Dann, das ist das, wo wir das noch ein bisschen abheben wollen. Wir wollen nachher teilweise unten die Sträucher, wenn sie hell sind, wollen wir noch braun malen. Da bekommt ihr von uns eine passende Vallejo-Farbe dazu, um das Ganze dann auch auf der Landschaft und hier nachher auf unserem Diorama zu verkleben. Machen wir das nicht mit Heißkleber, weil das ist mir immer zu unanständig und was sehr nervig ist. Und wir waren ja auch alle zusammen auf dem Noch-Seminar. Könnt ihr vielleicht bestätigen, wenn ihr den dreht, immer diese Fäden ziehen. Ne? Und wenn du hier Fäden ziehst und hast das in der Graslandschaft, das rauszuziehen, ist nervig. Deswegen nehmen wir unseren hochviskosen Sekundenkleber, den bekommt ihr natürlich auch im Set. Wir packen euch einen schönen feinen Nylon-Pinsel ein, womit ihr nachher mit der braunen Farbe, das zeigen wir euch natürlich alles noch, nachher auch die Sträucher unten, zumindest so die Bäume, wenn wir da den Stamm andeuten wollen, dass wir das Ganze denen auch dann noch ein bisschen braun färben. Ja, und dann würde ich sagen, das war jetzt die kurze Vorstellung der einzelnen Artikel. Und dann würde ich sagen, wollen wir los? Hast du Bock? Ja, ist okay. Wollen wir starten? Okay, dann würde ich sagen, starten wir los. Dann sage ich mal, du kannst hier bleiben, versuchen das aufzumachen. Und wenn du sagst, du brauchst einen Cutter, habe ich auch einen Cutter.
Ist das geklebt? Hier ist er einmal. So, vorsichtig. So. Markus, hast du die Pocket noch an? Weil da kannst du noch mal so ein bisschen draufhalten. So, hol mal so 2, 3, 4 Stück raus und leg die mal dahin, bitte. Dass wir mal so unterschiedliche Sachen haben, dass wir das mal so ein bisschen sehen. Oh, hier habe ich auch noch einen schönen. Ja, das sieht gut aus. So, dann packen wir das auch schon wieder weg. Packen wir erstmal hier an die Seite. So. Dann brauchen wir die Blüten. Ja, pass auf, jetzt geht's los. Deswegen habe ich hier das kleine, also entweder nehmt ihr euch eine kleine Schale oder einen Karton. Ich bin kein Freund davon, du hältst weiter drauf. Ne? Siehst du das hier? Okay. Also, wir haben 4 verschiedene Grüntöne. Ich mische mindestens 2 Farben, weil ich möchte nicht einfarbige Sachen haben. Ne? Das sieht mir einfach nicht genug aus und nicht lebendig genug. Und dann sage ich mal, dann machen wir, das ist ein bisschen too much. Dann machen wir die und die. So, jetzt muss ich hier, Cuttermesser, mache ich auch auf. So. Das sollte erstmal reichen. Dann vermischen wir das so ein bisschen. So. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr das im Karton macht. Dann brauchen wir einmal den Sprühkleber. Und damit du das hier nicht einsprühst, warte. Das ist schlecht. So, hältst du den da rein, sprühst das ein. Das sollte schon reichen. Das sollte eigentlich schon reichen. So, und jetzt schön da drüber einmal schön bestreuen. Bisschen absorbt, das siehst du, das kommt, wenn man zusammen auf ein Seminar war, ne? Das ist das eine. So, und jetzt machen wir aber noch, wir machen noch mal was anderes. Ich mache jetzt hier noch mal immer so kurze Stöße und ich möchte noch mal eine Schicht oben drauf legen. So. Und ruhig ordentlich drauf, weil das, was zu viel ist, das fällt ja nachher sowieso ab. Wir müssen es gleich abklopfen. So, und jetzt halten wir das mal, ich mache das mal so davor, dann kann Markus rangehen. Ne, wie schön lebendig jetzt hier zum Beispiel ein so ein Strauch dann schon mal aussieht oder so ein merkwürdiger Baum. So, und das Schöne ist, wenn ich jetzt sage, ach, das gefällt mir aber alles nicht hier, dann kann ich auch sagen, weißt du was? Das nehme ich mal ab, das lege ich mir beiseite, weil das können wir noch gebrauchen. Hier auch. So. Und jetzt habe ich einen Baum mit Baumstumpf, den kürze ich mir hier ab. Jetzt machst du mal bitte, bist du so lieb, und machst mal einen Tropfen vorher schütteln, und so, dass Markus das auch noch sieht. Dann machen wir das mal. Hier kannst du es reinmachen, in den Deckel von unserem Sprühkleber. Einfach nur 2, 3 Tropfen, mehr brauchen wir nicht. Ja, merci. So, jetzt. Und jetzt halte ich das hier vorsichtig. Deswegen auch die Latex-Handschuhe. Ach übrigens, die sind nachher auch im Set dabei. Also ein paar Latex-Handschuhe packen wir euch auch rein. Na, ich kann noch, kannst noch einen Tropfen mehr reinmachen. So hast du bekommen. Jo, merci. So. Jetzt haben wir das. Und da ich Latex-Handschuhe anhabe, will ich mal gucken, ob ich das so reingedrückt kriege. Perfekt. Haben wir schon mal den ersten, ne? Wollen wir noch einen machen? Ja, sicher. Okay. Dann mache ich das mal folgendermaßen. Du hast keine Latex-Handschuhe an, ne? Willst du das trotzdem machen? Ja. Mit einem Sprühkleber an den Fingern, das ist ja nicht so schlimm. Okay. Sehr gut.
Danke. So, dann versuch mal, ob du den auch reingedrückt gekriegst. Ja, wahrscheinlich bricht er ab. Ja, sehr schön. So, jetzt biegen wir den noch ein bisschen zurecht. Zack. So, das ist das eine. Das hat Markus drauf. Dann habe ich ja hier vorhin, Teile abgemacht, die ich vom Baum gelöst habe. Ne? So, was können wir jetzt machen? Oh, schöne Büsche draus, ne? Schöne Büsche draus. Also, nehme ich mir einfach und setze den mal direkt daneben. Ich mache hier einfach einen Tropfen Sekundenkleber. Hochviskos, der ist ein bisschen dicker. So. Und wenn ich denn keine großen Flächen habe oder die kleinen, dann nehme ich unseren Sprühkleber. Und platziere den da noch so dazu. Und schon habe ich noch ein bisschen Gestrüpp. Wo habe ich denn mein Haft? Da, magst du mir nochmal das Fix aktiv geben? So, und wenn ich das noch ein bisschen verfeinern will, dann gehe ich noch einmal rüber. Weil da sind ein paar Blätter, sind jetzt vom Busch, sind abgefallen. Ne? Einmal einsprühen. So, fertig. Und fertig. Jetzt machen wir das Ganze nochmal als Busch oder, na hier haben wir auch noch, oh gut, der sieht doch auch schön aus. Da nehme ich nochmal meine Farbe. Diesmal mache ich es mal vorher. Gehe auch so ein bisschen rein. So. Sprühkleber. Hier unten kann ich ihn natürlich jetzt anfassen, weil das verschwindet ja nachher. Gib mal her, ganz kurz, damit ihr das auch mal seht. Also ihr könnt es einmal entweder so, wie der Thorsten das gerade gemacht hat, oder wenn ihr euch nicht so sicher seid, dann macht ihr so kleine Akzente. Und dann kriegt ihr das so punktuell hin. So, jetzt wollen wir aber mal die anderen Farben haben. Thorsten, sei doch mal so lieb. Ja, aber dann machen wir die mal auf die Seite. Ja, oder pass auf, schütte das mal hier rein. Kriegst du das hin? Das wollen wir ja wieder verwenden. Na, doch nicht so einfach, ne? Ja, das will nicht runterkommen hier. Ja, ist vielleicht doch ein bisschen Sprühkleber raufgekommen. Ja, das kann gut sein. So, dann haben wir jetzt hier, mach mal die auf, bitte. Und hier. So. Ja, reicht schon. So, jetzt mischen wir das auch noch mal so ein bisschen. Und jetzt machen wir den ein bisschen dunkler. Und falls das jetzt eben zu lange war, weil wir da jetzt zu lange rumgehühnert haben, nehme ich mir noch mal den Sprühkleber. Also so ein paar helle kannst du sonst auch noch mal reinmachen. Ja, also können wir gleich mal gucken. Die hellen werden ja, wenn dann außen. Also ist es ja richtig, dass wir das vielleicht erst ein bisschen dunkler machen. Du bist noch on, Markus? Ja. Sehr gut. So, und jetzt machen wir ruhig. Setzen wir noch mal so ein paar Akzente. Das mache ich aber dann von weiter oben. Ja, nur ganz leicht. So. Und den platzieren wir natürlich auch schön. Können wir auch noch ein bisschen formen. Aber man merkt, auch wenn man ihn jetzt anfasst, dass das schön alles hält. Und das Dunkle gefällt mir besser als das Helle. Ja, das ist natürlich dann immer Geschmackssache.
Also können wir ja mal gucken. Vielleicht machen wir gleich noch ein, zwei. Und wir können das Ding ja noch ein bisschen doller bepflanzen. Jetzt haben wir die Packung eh aufgerissen, können wir ja noch ein bisschen Gas geben. Für euch machen wir jetzt einmal kurz ein bisschen Pause, weil dann können wir nebenbei nämlich auch eine schmökern. Marcus, du kannst denn, oder hast du genügend Nahaufnahmen? Wollen wir sonst noch mal einen Busch setzen? Können wir natürlich auch. Markus ist heute redefaul. Ja, der redet nicht mit mir heute, ne? Oder ist das ungern? Ich kann nur eine Sache zur Zeit, jetzt filme ich. Aha, okay. Also, ich habe mir hier nochmal so ein kleines Teil genommen. Da möchte ich nur so eine Art Busch machen. So, nicht so doll. Und auch ein bisschen dunkel, weil Thorsten hat ja gesagt, das Dunkle gefällt ihm besser. So. Und dann haben wir, na, wo wollen wir, der soll ja auch zur Geltung kommen. So. Langsam wird es hier, ne? Und auch da mache ich ein bisschen mit dem Sprühkleber rauf, weil auch der hat im Laufe seiner Zeit mal das eine oder andere Blättchen verloren. Tipptopp. Schon geil, ne? Ja, wie schnell und einfach. Wenn du jetzt, es gibt ja auch billige Bäume zu kaufen. Ja. Und das ist ja nun ratzfatz gemacht und die sehen ja nun wesentlich besser aus als manche. Ja, und wenn du das umrechnest nachher das Set, ich glaube, wir sind bei 59 Euro. Und wenn du dann 30 Bäume rauskriegst, ja, und individuell und kannst sie auch immer noch so gestalten, wie du möchtest, und hast das Werkzeug dabei und alles, also, ja, was willst du mehr, ne? So, ihr Lieben, nachdem wir hier schon einiges gezaubert haben, wir zeigen euch das auch noch in der Detailaufnahme. Ich habe unter anderem mal einfach nur einen Busch gemacht, den wir jetzt nicht gesteckt haben, sondern gelegt haben. Und Markus hat gleich gesagt, das will ich auch machen. Und dann würde ich sagen, ja, dann zeigen wir mal, wie wir das mit dem Busch machen können. Kannst ruhig auch so ein bisschen Fasern da mit reinmachen, ne? Kleinen Moment, ich starte mal die Pocket. Ihr seht, wir haben das hier so ein bisschen gemischt. Wir haben auch ein bisschen Grasfaser mit reingemacht, um den Aufbau des Busches noch ein bisschen zu beschleunigen. So, dann gehen wir hier rüber. Gut. Ja, oben ruhig auch noch ein bisschen. Genau. Und willst du auch noch ein bisschen Blüten drauf machen? Oder reicht dir das schon? Das reicht. Da sind ja schon welche dazwischen. Zum Schluss nochmal fixieren. Genau. So, und dann hatten wir auch schon einen schönen Platz gefunden. Mal gucken. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier einfach nur ein schönes Buschwerk. Oh, das sieht doch richtig top aus. Und dann zeige ich euch mal, was wir sonst schon so gemacht haben. Da haben wir nämlich auch einen Busch. Den haben wir auch ein bisschen gepimpt mit Grasfedern. Willst du nochmal drüber sprühen mit Hafix? Ja, sehr gut. So, dann gehe ich nochmal ran, mal gucken. Oh, jetzt könnt ihr das sehen. Wie schön das doch aussieht. Oh, und lebendig, ne? Was sagt ihr, Männers? Sehr zufrieden. Ich bin begeistert. Ja, ne? Da kam da hinten aus dem Off. So, aber wir werden gleich noch mal ein paar Aufnahmen machen, so Schlussaufnahmen mit einem weißen Hintergrund, dann könnt ihr das besser erkennen. So, ich mache hier mal Flop. Und dann würde ich sagen, damit das Video nicht ganz so lang wird, Thorsten, komm auch nach vorne. Dann machen wir schon mal vorsichtshalber den Absager.
und sagen, Leute, wie immer, natürlich, ich warte natürlich, bis meine beiden Helden hier auch da sind. Du hast Mikro, ne? Ich habe Mikro. Und du nicht, du musst bei mir dann. Okay. Leute, vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das gefallen und wir konnten euch die Angst nehmen, einfach mal Dinge auszuprobieren. Ihr habt gesehen, da ist keine große Technik dabei, einfach tun. Das ist ja so bei diesen Do-it-yourself-Sachen oder ich würde sagen, wie die Engländer, Amis sagen, let's do it, einfach mal machen, ne? Hemmung überwinden, da kann ja nichts passieren. Und wenn wir uns das aber das Ergebnis anschauen, perfekt. Wie gesagt, ich werde euch das zum Schluss, werde ich, Markus macht nachher noch ein paar schöne Aufnahmen, die werden wir dann noch einblenden, wenn wir hier dann langsam aus dem Bild gehen oder sowas, dann werden wir das noch machen. Mir hat es wieder viel Freude gemacht. Heute war ja wieder ein richtig interessanter Tag. Ja. Was haben wir gemacht? Paste abgefüllt. Erstmal geschnackt. Ah ja, geschnackt. Dann Asphaltpaste abgefüllt, angemixt, also ne, dann abgefüllt, Schotterkleberoxid, dass da wieder was aufgeladen ist. Ja, und dann eben unser neues Do-It-Yourself-Set. Und wenn ihr das euch umrechnet und ihr kriegt da 30 Bäume, 30 Büsche raus für insgesamt 60 Euro, wobei das Spray und so, das könnt ihr natürlich länger benutzen. Ja, dann habt ihr im Schnitt wunderschöne Sachen so für knapp 2 Euro und individuell und könnt euch noch die Farben selber aussuchen. Und ratzifatzi, oder? Wahnsinn. Ich meine, ich bewundere die Leute, die die Bäume selber bauen, so mit Draht und Sonstiges, die dann irgendwie 20 Stunden an einem so einem Baum sitzen. Aber das, finde ich, ist irgendwie ein bisschen flotter. Ne? Ein bisschen praktischer. Natürlich ist das Ergebnis ein anderes, als wenn jemand jetzt 20 Stunden an einem so einem Baum bastelt. Gar keine Frage. Aber also meinen Ansprüchen, wenn ich mir das hier anschaue, für eine Landschaft, für eine Modellbahnlandschaft, reicht das vollkommen aus. Also ich finde, es sieht wirklich lebendig aus. Das ist jetzt kein Brandelwerk, aber es sieht schön aus und es hat Spaß gemacht, oder? Oh, klar. Ja, und es gibt ja auch noch verschiedene andere Farben. Ne? Das waren jetzt 4, die wir zur Auswahl haben. Man genau. Kann ja auch noch verschiedene andere Farben nehmen. Ja, und es gibt ja auch von noch, das hatte ich euch ja vorhin gezeigt, wo du sagtest ja. Mit dem Orange, dann gibt es noch das Herbstlaufset, da kann ich dann auch Orange- und Gelbtöne mit reinbringen. Also ja, alle Möglichkeiten. Ja. Ich verlinke euch das wie immer natürlich alles in der Infobox. Könnt ihr euch ein bisschen rumstöbern. Aber das Handwerkzeug mit diesem Set, da habt ihr erstmal alles. Ja, und das Einzige, was ihr noch braucht, was wir euch nicht mitliefern, wo es kommt drauf an, wie viele Sachen ihr bestellt, dann kriegt ihr auch noch den Karton dazu. Also, ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch beiden natürlich wieder. Oh, hat ja auch eine Menge Spaß gemacht, was dazugelernt. Ja. War ein geiler Tag. Gut, dann sage ich schon mal an dieser Stelle, ciao, ciao, ihr Lieben, macht's gut, bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Auf Wiedersehen. Euer Thorsten, euer Markus, euer Meise. Ciao.